Hi und schön, dass du eingeschaltet hast. Wie funktioniert eigentlich das Energiemanagement für eine Photovoltaikanlage? Das möchte ich anhand meiner Photovoltaikanlage und mit meinem Energiemanagement zeigen, was ich nutze. Ich habe einen Speicher mit eingebunden und belade ein Elektrofahrzeug. Und das alles möchte ich dir zeigen, wie da die dynamischen Strompreise auch, die ich seit 1.6. nutze, da eingebunden werden, um das Elektroauto günstig zu beladen oder vielleicht sogar auch mal den Speicher. Und das schauen wir uns an. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Viel Spaß in dem Video und los geht's. Ja, wie gut funktioniert eigentlich mein Energiemanagement? Das möchte ich einmal zeigen. Mein Energiemanagement, das ist der Heartbeat von 1,5 Grad, nutze ich schon seit 2023 im März. Also schon eine ganz schöne Zeit und ich habe auch schon gezeigt, wie das Beladen des Elektroautos mittels überschüssigem Strom aus der Photovoltaikanlage super funktioniert. Und jetzt nutze ich aber seit 1. Juni dynamische Strompreise. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass ich einen Stromtarif habe, der keinen festen Preis hat, sondern der schwankend mit den Preisen der Strombörse gesteuert ist sozusagen. Und das heißt, ich habe zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Strompreise. Und diese sind jetzt mit ins Energiemanagementsystem eingebunden. Ich gehe gleich nochmal ein bisschen drauf ein und komme da noch ein bisschen näher drauf zu sprechen. Wichtig ist jetzt zu verstehen, dass das Energiemanagement die Wallbox mit einbindet, den Speicher mit berücksichtigt und meinen persönlichen Verbrauch. Und bevor ich das jetzt gleich ein bisschen zeige, wie das bei mir im Monat Juni geklappt hat und auch Beispiele zeige, wo man dann sieht, wie die Preise schwanken und was mein Energiemanagementsystem da gemacht hat. Da möchte ich einmal darauf zu sprechen kommen, was ist eigentlich das Energiemanagement für die Photovoltaikanlage und was sollte es meiner Meinung nach auf jeden Fall können. Das schauen wir uns jetzt mal an. Da wir hier im Zusammenhang mit der Photovoltaikanlage das Energiemanagement betrachten, sollte das Energiemanagement natürlich auch die Komponenten der Photovoltaikanlage mit berücksichtigen und mit steuern können. Heißt also konkret, die Daten des Wechselrichters sollten berücksichtigt werden, also wie viel wird eigentlich erzeugt, wie viel wird ins Netz gerade eingespeist und was braucht der Haushalt gerade eigentlich auch an Strom. Läuft vielleicht gerade eine Wärmepumpe oder soll das Elektroauto beladen werden? All das sollte das Energiemanagement mit berücksichtigen. Und da sind natürlich auch die Verbraucherdaten ganz wichtig, weil der eine braucht morgens mehr Strom, der andere eher abends, weil das Elektroauto zum Beispiel immer erst am Abend geladen wird. Und all diese Informationen fließen im Energiemanagement bestenfalls zusammen. Jetzt geht es um die Komponenten. Also habe ich für die Photovoltaikanlage einen Speicher. Dann sollte auch der Speicher optimal eingebunden werden können. Und da sind wir schon bei einem Problem, denn nicht jedes Energiemanagement kann jeden Speicherhersteller einbinden. Und da solltest du also ganz genau schauen, dass die Komponenten zusammenpassen. Bei mir ist es jetzt so, dass mein Speicher optimal eingebunden ist und auch meine Wallbox optimal mit eingebunden ist. Und auch in Zukunft, da muss ich dann jetzt auch darauf achten, soll eventuell hier bei mir noch eine Wärmepumpe mit eingebunden werden. Und wenn das bei dir ein Thema ist, denk das bitte auch gleich mit. Denn die Wallbox, also das Elektroauto und die Wärmepumpe sind riesige Verbraucher. Die brauchen also richtig viel Kilowattstunden pro Jahr. Und wenn die jetzt intelligent gesteuert werden können, wenn der Strompreis niedrig ist, dann hast du natürlich auch einen wirtschaftlichen Vorteil. Also achte darauf, dass die Komponenten für deine Photovoltaikanlage und jetzt in dem Fall dann zum Beispiel auch Wärmepumpe und Wallbox da auch mit eingebunden werden können. Ganz, ganz wichtig. Dann ist es natürlich super wichtig, dass das Energiemanagementsystem auch die Daten der Strombörse kennt. Denn wie soll es sonst zum Beispiel vorausschauend das Elektroauto möglichst günstig beladen, wenn die Daten da von der Strombörse gar nicht bekannt sind? Dann kommen noch Daten wie Wettervoraussagen und deinen persönlichen PV-Anlagendaten dazu, nämlich wann wird wie viel Leistung bzw. wie viele Kilowattstunden werden erzeugt mit deiner Photovoltaikanlage und das auch mit einer vorausschauenden Prognose. Heißt also, morgen werden zum Beispiel 20 Kilowattstunden erzeugt, dann entscheidet das Energiemanagementsystem, wie werden diese Kilowattstunden optimal auf die Verbraucher, die regelmäßig angeschlossen sind, verteilt, sodass möglichst wenig Strom ins öffentliche Netz gelangt. Und du also durch das Energiemanagement möglichst viel deines eigenen Solarstroms nutzt. Das ist also auch ein Ziel des Energiemanagements. Und sei es nur ganz gezielt dann, die Wallbox anzusteuern, wenn viel Solarstrom da ist, um den Solarstrom direkt zum Fahren dann bereitzustellen, also ins Elektroauto zu laden. Einbindung wie dynamische Strompreise und aber auch Wettervoraussagen, das ist eher so die Zukunftssicherheit, das ist also ganz wichtig. Und auch eine Offenheit gegenüber von anderen Herstellern.
Also schau, dass das Energiemanagement da möglichst viele Kompatibilitäten hat, beziehungsweise auf jeden Fall passende Kompatibilitäten für die Hersteller, mit denen du deine Anlage umsetzen möchtest. Und an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis, wenn du gerade eine PV-Anlage anschaffen möchtest, unsicher bist, ob das Ganze für dich überhaupt wirtschaftlich Sinn macht, dann lad dir hier unterm Video für 0 Euro meine gratis PV-Checkliste runter. Und wenn du Angebote brauchst aus meinem Netzwerk, nutz das gerne auch. Hier habe ich Links unterm Video, da kannst du für dich und deine Situation individuelle und unverbindliche Angebote anfordern. Schau da gerne rein, nutze es. Mein Netzwerk ist da echt gut aufgestellt. So, und jetzt gucken wir mal auf meine konkreten Daten aus dem Juni. Und ich freue mich richtig drauf, das zu zeigen, was da passiert ist, was das Energiemanagement gemacht hat. Gucken wir uns mal direkt am Rechner an. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch das Ganze hier mal an meinem Beispiel zeigen möchte. Und das tun wir jetzt hier. Wir schauen uns das Ganze mal an. Das ist hier Sonntag, der 16.06., den wir betrachten. Insgesamt hatte ich hier einen Verbrauch von 22,9 Kilowattstunden, eine Erzeugung von 24,5 Kilowattstunden. So, und was sehen wir jetzt hier? Hier erstmal ist der Speicher, diese dünne blaue Linie ist der Speicherstand, Ladestand. Und der ist hier bei 10%. Das liegt daran, dass ich das als Backup-Reserve eingestellt hatte. Das heißt, hier wurde der Speicher nicht weiter entladen. Ich hatte also auch Netzbezug. Und erst am Morgen dann hier mit der steigenden PV-Leistung wurde der Speicher hier auch wieder beladen. Und das Elektroauto, das war jetzt eingestellt auf Solarladung und zwar mit geringer Leistung. Das sehen wir hier. Da wird das Elektroauto schon mal ein bisschen beladen. Und dann hatte ich das aber auch so eingestellt, dass es um spätestens 16 Uhr fertig sein sollte zum Abfahren. Und hier sieht man jetzt, dass das Elektroauto hier dann auch beladen wurde. Und ich kann bei meinem Elektroauto bzw. in der App dann einstellen, zu welcher Zeit ich abfahren möchte und mit wie viel Akkustand ich abfahren möchte. Und das dann einstellen, dass es smart geladen wird, das heißt zum günstigsten Tarif, entweder aus dem Netz dann oder aber auch mit der PV-Anlage. Hier wurde jetzt also geladen, der Speicher ist in dem Moment auch etwas entladen worden und die Leistung aus der PV-Anlage hat hier nicht die ganze Zeit ausgereicht und ich hatte hier aber auch ein bisschen Netzbezug und das zeige ich euch jetzt mal in der nächsten Abbildung, denn hier sehen wir jetzt, hier hatte ich einen Preis um 15 Uhr von 7,6 Cent pro Kilowattstunde und ich habe hier bezogen 4,5 Kilowattstunden aus dem Netz, macht also 34,1 Cent für 4,5 Kilowattstunden zu diesem Zeitpunkt. Und das ist relativ günstig. Hier war der Strompreis auch sehr niedrig. Hier oben war es dann deutlich höher. Und das heißt also, das Energiemanagementsystem hat dafür gesorgt, hier zum günstigen Zeitpunkt die noch zusätzlich nötige Leistung fürs Beladen des Elektroautos aus dem Netz zu ziehen. Und ich zeige nochmal eine nächste Folie. Hier sehen wir das auch nochmal ganz schön. Hier gab es sogar eine leichte Beladung. Also der Speicher wurde nachts etwas aus dem Netz beladen, um morgens dann den Strom bereitzustellen, wenn hier ein hoher Verbrauch ist. Und dann am restlichen Laufe des Tages, da bin ich dann abgereist Richtung Intersolarmesse nach München, hatten wir hier auch keinen Verbrauch mehr und dadurch wurde der Speicher sehr schnell beladen. Hier sehen wir jetzt auch nochmal die Strompreise, die wieder schwanken. Und hier zum Hochpunkt am Morgen um 7 Uhr, da wurde jetzt also 0 Kilowattstunden, also ganz minimal wurde anscheinend etwas bezogen für 0,3 Cent. Das sehe ich hier also auch immer. Aber möglichst wenig Strom wurde hier aus dem Netz bezogen. Das Energiemanagement hat also dafür gesorgt, dass der Speicher da in der Nacht etwas beladen wurde, um am Morgen die Leistung bereitzustellen, um hier diese Spitze abzufangen. Und das hat auch ganz gut geklappt, bis der Speicher dann wieder bei 10% war. Jetzt wusste das System natürlich nicht, dass ich abreise an dem Tag, sonst hätte es das vielleicht auch gar nicht gemacht mit der minimalen Beladung. Aber so einmal die Daten da aus dem Juni. Anhand der Daten ist, glaube ich, schon ganz gut klar geworden, wie das funktioniert. Teilweise wird der Speicher auch einfach nur auf Pause gesetzt quasi. Das heißt, die Entladung des Speichers wird verzögert und dass in dem Moment dann der Strom aus dem Netz bezogen wird. Heißt also, wenn der Strompreis niedrig ist und der Speicher dann nicht weiter entlädt, wird zu günstigem Preis aus dem öffentlichen Netz das Haus versorgt und dann später, wenn der Preis wieder hoch ist, da wird dann die Ladung oder beziehungsweise Entladung des Speichers wieder freigegeben und der gespeicherte Strom aus der Photovoltaikanlage wird dann für den Haushalt bereitgestellt, um diese Spitze bei den Strompreisen dann zu vermeiden. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf die App zu sprechen kommen, welche Einstellungsmöglichkeiten ich da machen kann. Ich blende das Ganze hier einmal kurz ein und du siehst jetzt hier die App.
Ich kann hier verschiedene Modi einstellen für das Beladen des Elektroautos. Das ist aktuell einfach mein größter Verbraucher. Und hier kann ich zwischen Schnellladen auswählen, Smart Charge, das heißt also entweder aus der Photovoltaikanlage günstig laden oder halt, aber auch wenn es schon die Abfahrtszeit näher rückt, dann wird auch aus dem öffentlichen Netz zum bestmöglichen Zeitpunkt beladen. Und ich kann natürlich auch nur solares Überschussladen machen. Das heißt, das Auto wird wirklich nur dann geladen, wenn die Photovoltaikanlage genug Leistung bringt. Das jetzt mal so als kleiner Einblick noch zur App. Ja, du hast jetzt hier beispielhaft am Juni gesehen, wie ich an einigen Tagen nicht nur Überschussstrom geladen habe, sondern das System dann auch entschieden hat, günstigen Netzstrom einzukaufen. Und das ist das, wo es auch meiner Meinung nach in Zukunft immer mehr hingehen wird. Es geht gar nicht darum, komplett autark zu sein, sondern es geht darum, die eigene Leistung der Photovoltaikanlage mit dem Netz aufeinander abzustimmen. Das heißt also, die großen Verbraucher dann anzusteuern, wenn der Strompreis günstig ist. Und durch die eigene Photovoltaikanlage können dann immer wieder die Spitzen, die am Strommarkt entstehen, überstanden werden, quasi ohne Netzbezug, weil man ja einen Speicher dann hat. Und so wird das Ganze in Summe dann attraktiv und von den Preisen sehr, sehr attraktiv und günstig dann auch. Und der Netzbezug, der dann entsteht, ja, der entsteht und dadurch ist die Autarkie geringer, aber unterm Strich doch eine sehr, sehr wirtschaftlich interessante Variante, das so zu machen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn du weiterhin solche Videos magst, sehen möchtest, dann lass mir gerne einen Daumen da und vor allem ein Abo freue ich mich. Bei Fragen schreib mir in die Kommentare, ich versuche zeitnah darauf zu antworten. Rückmeldung, Kritik freue ich mich natürlich auch drauf über den Austausch. Und jetzt sonnige Grüße, bis bald.